Gleich weiter? Ja. Lakitus im Loch. Die beleuchteten Brüder haben sich ein bisschen runtergekocht von 180 auf 162 und müssen jetzt in der vierten Welt bis auf das erste Level alle nochmal machen. Alle Level nochmal machen. Ja. So ist das. Bombastische Scheiße. Was müssen wir hier sammeln? Die letzte ist schwer. Die letzte was? Die letzte Knäuel? Die letzte Wolle? Ach, die letzte Wolle. 2, 3, 5. Scroll-Level schon wieder. Kein Wunder, dass wir das nicht gefunden haben. Oh Gott, guck mal, deswegen haben wir es nicht gefunden. Wir sind immer, das ist, glaube ich, so ein Ding. Guck doch mal hier rein. Da muss man erstmal. Guck doch mal hier rein. Da muss man erstmal was? Da muss man erstmal unten durch und darf das noch nicht betreten. Und sonst ist das weg. So wie hier. Wenn du jetzt erst. Ne, ja, das, genau. So ein bisschen schnell durch. Stampfen, schnell. Sammeln. Aber die hatten wir schon, ne? Ja. Schon wieder machst du das. Das war Absicht. Und du hier das Ding einfach nicht geweigert, das zu sammeln. Ja, weil wir das ja auch nicht... Ich habe einen Trickanstecker, den hatten wir noch nie vorher. Ja, und? Lakitu, Lakitu, Lakitu. Schnell unter durch. Achso, die werden nur ausgelöst, wenn man drauf tritt. Ja! Mann. In alten Yoshi-Spielen wurde sowas auch ausgelöst durch Zeit. Nee. Oh, nee. Ich hab nichts mehr. Fuck. Und nicht da reingehen. Also dann muss jetzt die direkt nach der Tür sein, ja? Also eigentlich denke ich, haben wir gut geguckt. Oder? Ja, ich würde auch denken. Wir haben uns ganz gut geschlagen. Unsere Pro-Gamer-Skills in den letzten 5 Jahren aufgebaut haben. Ja, drauf geschafft haben wir uns die. 1, 2, 3. Das haben wir alles schon. Entschuldigung. Ich hab's überlebt. Blöderweise. Das erinnere ich alles. Ja. Auf dem Kopf, da oben rauf. Da waren wir drin. Und da waren wir drin. Da muss doch was drin gewesen sein. Da war auch was drin, aber meinst du, das könnte irgendwas sein, was wir nicht bekommen haben? Ich kann mir das nicht vorstellen. Ich auch nicht, weil wir waren da ja auf jeden Fall drin. Ist auch nicht so. Ah, wie lange hier keine Blume mehr war. Ja. Was ist das da oben? Da sind wir vorher runtergekommen. Azaleen, Arkadien. Da, stopp. Oh, wie man das gefunden hat. Wie kann man das denn überhaupt schaffen? Also, wie haben wir das denn gerade geschafft? Wir haben gut agiert. Warte mal, fehlt uns. Und die zweite haben wir schon verpasst. Fick. Die muss vor der Tür gewesen sein im Scrollabschnitt. Ja? Ja, nu, bringt ja, er jetzt nichts. Recht. Ich dachte, wir bringen die erste eine erstmal nach Hause, aber das ist ja auch Quatsch. Da oben geht nicht. Ne, die erste haben wir ja. Die erste. Ey, insbesondere im Scroll-Level ist das Prinzip hier mega scheiße. Welches Prinzip? Na, mit dem Spender. Das ist immer noch 180, habe ich den Eindruck. Ja. Bisschen. Flugzeuge sind heute sehr laut. Ja, habe ich auch schon gedacht eben. Wirklich, die müssen eine andere Einflugschneise haben, oder? Ja. Komisch, wo ist denn das? So eine Idee? Ja. Jetzt sind wir schon wieder hier bei der Tür. Und hier ist ja auch, wir haben auch alle Geheimnisse werden sichtbar.
Oder nicht? Ja, doch, habe ich gewählt. Schnüffel muss uns helfen. Der bellt immer. Hä? 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 Kannst du mir das erklären? Ich muss eine logische Erklärung geben. Ja, vielleicht war die unsichtbar. Und wir haben sie sichtbar gemacht durch dagegen schießen aus Versehen. Aha. Hat es sowas jemals gegeben? Ja. Entschuldigung. Macht nichts. Geh da bloß nicht rein. Halt, halt, halt. Schnabbel. Okay. Schnabbeltier. Das ABF. ABF? Schnabbeltier mit ABF. Das ist Quatsch. Haben wir doch schon. Ich weiß. Trotzdem ist auch so ein geiles Feedback. So, die vierte haben wir wieder. Die fünfte. Die letzte, Mode ist schwer. Die was? Nicht so wieder sowas, dann besteht Erfahrung immer wieder mit gesammelt. Ich schätze, die es in diesem Abschnitt gibt, haben wir. Ja, das wird jetzt nicht die fünfte sein. Die war die vierte? Ja. Vielleicht ist auch doch noch eine fünfte auch noch. Ja, noch nicht da reingehen, sondern noch warten. Nicht. Es kann doch nicht sein, es gibt's nie. Und alle Dinge werden sichtbar. Naja. Ich weiß nicht, ob alle Dinge sichtbar wären. Das würde auf jeden Fall nicht erklären, wie wir die andere Wolke übersehen haben und sie jetzt. Ach, was weiß ich. Thick. Hi. Nicht zu schnell. Was ist da unten? Das ist doch verdächtig. Mega. Da unten blinkt es. Alle Dinge werden sichtbar. Guck, das ist so leuchtend. Die ganze Zeit, deswegen blinken doch auch die Stempelkristalle. Da leuchtet es auch. Aha. Von der anderen Seite. Und nichts. Ein Kilo ist im Loch. Nicht da rein. Mm-mm. Komm runter. Kann ich nicht, das ist tödliche Masse. Hä? Das da unten ist tödlich. Aber weißt du denn, ob es ganz durchgeht? Ich bin da eben in den Tod gefallen. Ach so. Genau, wir müssen uns Treppen bauen. Das sieht gut aus. Hä? Ach nein, ich bin nicht gestorben, sondern ich bin einfach nur aus deinem Screen rausgeballert worden. Da rein? Nein, wir müssen jetzt hier nach links gehen. Wo es Thick ist. Thick und Theodor. Mein guter Freund aus Casablanca. Kaiserslautern. Nein! Warum, was? Doch, du bist immer so unsympathisch, wollte ich eigentlich nicht sagen. Ungeduldig. Ist ja. So unsympathisch. Warum? Hier muss man jetzt 8. Nein, hier durch, das ist der Trick. 17. Ja! Oh nein, das hast du wieder nicht geschafft. Weil du auf meinem Kopf warst? Ja, du warst auf meinem Kopf, ehrlich gesagt. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, das ist überhaupt nicht meine Art. Aber meine schon. Offenkundig. Wir müssen an dieser Tür gehen? Warum? Nö. Schön, dass du deine erste Frage mit einer nachfolgenden Frage. Nein, Mann! Das war jetzt schon meine Schuld. Also, kann ich nicht abstreiten. Beantwortest. Das ist nicht damit beantwortet. Genau, du hast eher eine Frage gestellt, eine zweite Frage und damit die erste beantwortet. Ja. Cool. Das kann nur Theodor. Theodor. Hier ist es blau. Secret Exit.
Aber die sehen immer ein bisschen aus wie Tzatziki, oder? Oder wie so ein griechisches Restaurant. Findest du das nicht auch? Weil dieser Blauton so ein bisschen ist. Ja, dieses Blau-Weiß. Ja, und das ist auch ein bestimmter Blauton. Ja, der griechische Lokalblauton. Vokal? Der. Ach, lokal. Griechisch das ist Vokal. Nee, lokal. Wie ja. Lokalität. Gaststätte. Mhm. Bald ist Mai. Wir tanzen oder spielen oder saufen heute in den Mai. Ja. Wir können auch ein bisschen tanzen Zocken nachher. Zocken in den Mai. Wollen wir nachher ein bisschen tanzen? Ja, den Tzataki. Oh, ich habe vergessen, Wecker zu stellen. Vergessen, wie der geht. Hm? Der Tzataki, den tanzen wir. Das ist ein griechischen Pflaumenschnaps. Raki natürlich. Ich habe keinen griechischen Pflaumenschnaps. Ich glaube, gar keinen Griechenland trinken die keinen Pflaumenschnaps. Für die Zitronen. Orange, rechts unten habe ich. Ha! Ja. Ja, Mann, das wäre jetzt das erste Level in dieser verfluchten Welt. Also das zweite, aber das erste, was wir noch machen müssen. Die letzte ist schwer. Die haben wir auch nicht gefunden. Ne? Mhm. Stark. Oh Gott, dass sowas überhaupt belohnt wird. 3, 4, 5. Hi, ach, ich weiß, was Mann. Das war. Triggernstecker. Ja. Ich weiß, was es war. Ist das Scroll? Das ist das mit der Rutschbahn, glaube ich. Und wir den Fluss runterfließen. Da verpassen wir immer gerne einfach alles und sagen dann, ah, egal, das müssen wir in der Zukunft machen. Und die ist jetzt. Die ist jetzt. In die Zukunft reich. Vielleicht ist es auch Quatsch. Das ist, glaube ich, Quatsch. Was du gesagt hast, ja. Ist Quatsch. Das habe ich im anderen Level verwechselt, es sei denn, es kommt hier doch noch. Ja, dann ist es ein Reise. Habe ich nicht verwechselt. Nicht verwechselt? Dann nicht. Du weißt es aber noch nicht. Nee. Der ist so groß. Kannst du mir Bescheid sagen, wenn du da etwas mehr Sicherheit hast? Ja. Ja, das kann man vielleicht gebrauchen, ne? Hast du Jurassic World gesehen? Ja. Ja, gesehen? Ja. Und der zweite Teil kommt auch. Ja. Da spielt Jeff Goldblum wohl mit, hat man gerade oh, ja. So gehört. Und Chris Pratt. Hättest du vor, sagen wir mal, 10 Jahren gedacht, dass du jemals diese beiden Menschen zusammen auf einer Leinwand sehen willst? Nach 10 Jahren gar nicht Chris Pratt noch nicht. Ja, also. Aber der Hauptdarsteller von Quantum Break sieht aus wie Chris Pratt. Ja? Ja. Upsi. Ja, der hat eine ganz schöne Karriere gemacht mit so einem austauschbaren 0815 Gesicht. ja, hat ein ja. Austauschbares 0815 Gesicht? Ja, finde ich schon. Findest du, dass das Matt Damon auch hat? Nein, Matt Damon hat ein Bubi-Gesicht, aber nicht kein austauschbares, sondern markant im Kopf. Das ist die zweite. Markant im Kopf. Markant im Kopf, Matt Damon. Jetzt, wir können auch unten durchpaddeln? Ja. Ging nicht? Doch, ich glaube schon. Nee. Das sieht so doll so aus. Rette mich vor dem Fisch. Okay, ich komm hochgeflattert. Stopp. Ja, auf die Art und Weise haben wir auch ein paar Mal Sachen verpasst, weil einer von uns ja. Öfter mal dann einfach gleich da reingelaufen ist. Also Schauspieler wie Chris Pratt weiß ich auch immer nicht, ob die überhaupt gut schauspielern, weil ich habe das Gefühl, die schauspielern gar nicht. Oder spielen sich nur selbst? Nee, die spielen einfach so nicht beliebig, aber so irgendwie auch so ein bisschen glatt, dass man einfach nicht weiß, ist das jetzt eigentlich ein guter Schauspieler oder ist er einfach nur da? Macht keine Fehler sozusagen. Nenne Beispiele, wenn du richtig besser verstehst. Chris Pratt. Außer Chris Pratt. Schwierig. Schlechte Beispiele sind Ewan McGregor und Liam Neeson.
Das Liam Neeson, der Mega-Charakter-Darsteller, Alter. Deswegen sind das ja schlechte Beispiele. Der war Schindler. Guck, das meine ich doch, ich hatte doch mich richtig erinnert. Schindler war der. Ja. Na, Liam Neeson ist ein guter. Ich glaube, Ewan McGregor ist auch nicht so schlecht. Ja, der ist auch ein guter. Finde ich wirklich. Ich mag den. Mir scheint, das Beispiel ist sehr schlecht gewesen. Chris Pratt. Ja. Ist ein gutes Beispiel. Außer Chris Pratt. Ach. Da. Wo bist du eigentlich? In deinem Maul. Das war aber gerade ganz gut, dass du da drin warst, möchte ich sagen. Schnell. Hab ich. Boah, Alter. Ist das ein Slowdown. Du unten. Hast du das gesehen? Guck mal. Chris Pratt. Ich weiß auch nicht, ob mir noch einer einfällt. Was ist denn James Franco? Die kenne ich. Ich glaube, das ist richtig, weil der ist so gar nicht bei mir da. Wo bin ich eigentlich? Weiß ich nicht, Slowdown. Ich war irgendwo da oben im Gondel. Oh, jetzt habe ich gar nichts mehr zum Feuern. Scheiße, du musst alles regeln. Und den kann ich auch nicht essen. Und auch nicht wegschießen. Überleb. Okay, du hast was im Mund, ne? Mhm. Ein Affen. Ist gut. Den Einschuss habe ich wieder. Wieso ist das so viel kaputt gegangen jetzt? Irgendwas geknabbert. Da oben. Nein. Och, Peter, was ist das? Scheiße! War das die letzte? Ja! Ah, ich hab daneben geschossen. Wir hätten lieber sterben sollen, hätten wir da angefangen. Ich bin gestorben. Okay. Durchaus nicht mit Absicht, aber ich bin durchaus auch gestorben. Ich will den ganzen Kack nochmal machen. Ich weiß, aber mit Rushen bis zum letzten immerhin. Ah! Und der Senegal hat doch noch ein Tor geschossen und es geht in die Verlängerung. Ja, ich bin gehofft, dass der Abend vorbei ist. Findest du das auch ein ganz kleines bisschen ermüdend? Dieses Level? Ja. Und oder diese Suche nach den Blumen? Überhaupt, ja. Genau. Ja. Es kommt sehr auf das Level an, muss ich sagen. Was ist mit diesem hier? Ja, sehr ermüdend. Sehr ermüdend. Und das mit dem. Ich mag auch diese alte Dschungelwelt mit diesen Affen, die man nicht verdauen kann. Das finde ich einfach blöd. Warum kann man die Affen nicht verdauen? Die sind auch recht groß. Was für eine Gameplay-Funktion hat das? Das sind ja nicht die einzigen Tiere, die du nicht verdauen kannst. Ja, die Fledermäuse auch nicht. Ja, und die Schwalben auch. Aber ist das einfach, damit man mehr Variationen hat, oder hat das wirklich einen triftigen Grund? Variation. Und das ist der triftige Grund. Ich will nicht da unten sein. Fick dich, Wolke, ist mir richtig egal, was in dir drin ist, Mann. Ich wurde weggehapst. Und danach bin ich erst gestorben. Ich habe ja erst noch gelitten im Maul. Hast du das Knacken gehört, das mein Leben beendet hat? Ja. Da hat er es zugehapst. So richtig zugehapst. Vorher hat er mich nur geteased. Was machst du denn da eigentlich? Ich treibe die Mission voran. Nicht schlecht, wenn ich dann ist es possible. Ich glaube, wir haben es noch nie geschafft zu gucken, was in dieser blöden Folge, in diesem blöden Geschenkpaket drin ist. Die sechste Blume. Die geheime. Alles an dem ist groß. Noch riesige Augen. Du kommst da nicht so rum. Wie bin ich denn hier beim ersten Mal rumgekommen, wenn so. Du hast das System nicht verstanden? Nein, ich hab. Mir kommt das so vor, als hätte ich das noch nie gesehen. Nicht wahr. Nixon Yoshi. Richard Nixon Yoshi. Aber jetzt nicht so mit durch die Wasseroberfläche und so, ne? Na, einfach paddeln. Sprudel den, immer den Sprudel. Was ist denn, wenn wir das jetzt nicht in der Zeit schaffen? Kommen wir dann trotzdem auf der anderen Seite raus? Keine Ahnung. Wollen wir es ausprobieren? Ne, ich glaube, dann müssen wir es nochmal machen. Das will ich nicht ausprobieren. Das Risiko ist zu hoch und der Spaß. Das sind doch nur 20 Sekunden. Ach nein, dann müssen wir aber da hoch, um die Zeit zu holen. Ja, deswegen war, also eigentlich kommt meine Frage auch daher. Achso. Da, hol die Zeit. Nein! Ich will es doch wissen! Du hast es mir abhängig gemacht. Ja, ich bin ausgewichen, ich wollte es. Typischer.
Hallo, Erkenntnisgewinn ist doch immer noch das Allerwichtigste hier. Findest du nicht? Nee. Nein? Oh, die Katze läuft über meinen Bauch. Das macht sie ganz gerne mal. Oha. Das ist ein Spiel wie Yoshi, so krasse Slowdowns hat. Hä, hey, warum die denn hier? Wer? Diese goldenen Möpse. Goldene Möpse? Ja, die Goldenmacher. Die Herzen. So heißen die. Oh. Was war da eigentlich nochmal drin? Ich glaube ein Yoshi-Teil. Und strahlende Figürchen. Oh. Nein. Achtung, jetzt müssen wir gut schießen. Wir verteilen es auf dem Floß. Und jetzt bricht er eh gleich zusammen. Wir sind so süß. Keiner von denen ist gefährlich. Diese Affen, die mit ihren Bomben da schießen. Wir sind auch viel zu schnell auf unserer wilden Bootreise. Gott, gehabt. Ah, da haben wir wieder das Genick gebrochen. Jetzt? Durch die Erschütterung. Oh nein, ich habe extra deine Eier da liegen lassen. Ja, die sind weg. Nein, ich habe gut geschossen, der Fisch war am Weg. Halt! Nein. Nein, wir sterben. Links vom Fluss runter. Der Fisch war am Weg. Wir können nicht sterben. Soll ich das so machen? Du auch? Kann ich nicht gerade. Kann ich ertrinken, bitte. Was macht das Floß? Leckmütze. Oh, ich muss ein Deck. Oh, ja. Ja, immerhin. Nehmen wir den mit. Der ist ja mega schwer versteckt. Allerdings. Letzte Woche ist schwer. Gut, dass wir kein Bonusspiel gewonnen haben. Ich glaube, das Video könnte durchaus vorbei sein. Oh, null Fortschritt. Ich bin angepisst schon wieder. Wir haben noch eins geschafft. Ja, aber in diesem Video nicht. Doch, ich glaube schon. Ja, gut, gutes Video. Bis bald.